Das wäre doch ein bisschen viel. Was man da alles braucht und bauen muss, das ist doch, nee, das ist doch übertrieben. Das kann man doch nicht machen. So, hier wird dann langsam mal alles fertig, sehr gut. Köhlerhütten werden dann auch langsam fertig, hoffentlich. Also, klar, erstmal hier die Holzproduktion muss angetrieben werden. Und danach der Rest. So, extra müssten wir ein paar haben. Da sind zwei auf jeden Fall. Produziere ich die? Ja, die produziere ich auch. Okay. Da sind noch mal welche und Sägen auch. Da ist auch noch eine Säge. Ja, müsste eigentlich reichen. So, wunderbar. Drehen wir es hier auch noch mal ein bisschen an. So, hier oben läuft's ja. Boah, Eisen haben wir ja noch da auf jeden Fall. Schon krass. Sechs Bretter. Ja, das ist tatsächlich so einer, okay. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass das einer aus. Dass der so einer ist wie bei einer Waffen- oder Werkzeugschmiede. Aber warum nicht? Eisen ist auch fast alle. So. Drei Bretter brauchen wir noch. Das Eisen wird hier auch geliefert. Sehr gut, die Sägewerke werden jetzt auch fertig. Holzfällerhütten und Forsthäuser sind dann alle fertig. Na, dann kann es ja richtig losgehen hier. Okay, da wird gebaut. So, das muss ja dann richtig losgehen hier. Brauchen wir hier irgendwas? Katapult fertiggestellt. Ja, und jetzt können wir mit dem Katapult hier rumfahren, wie wir wollen. Könnten theoretisch, na, ich weiß nicht, ob man unser Haus hier angreifen kann. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber nicht, sonst könnte er schon. Oder? Ne, ich glaube, eigene Häuser kann er nicht angreifen. Nur die feindlichen. Ja, sonst wäre schon nichts dran. Egal, aber jetzt habt ihr mal gesehen, kurz wegen der Katapultwerkstatt. Einfach mal so aus Spaß habe ich mal einen gebaut. Oder zwei, besser gesagt. Damit ihr einfach mal seht, wie es aussieht. Und Munition kann man auch herstellen. Da braucht man sechs Steine. Werden einfach sechs Steine hingelegt und dann hat man die Munition für die Kanonen. Für die Katapulte. So. Na, dann können sie ja mal zeigen, wie sie hier alles Holz hacken. So, ein Sägewerk ist schon mal hier besetzt. Ne, zwei sogar, drei, okay. Nur noch die beiden. Da kommt einer. Und da kommt der letzte, okay. Dann haben wir das ja. Mann, ey, wie lange dauert es denn jetzt mit dem Wein hier? Wir produzieren doch schon wie blöde. Hier ist auch so viel Wein schon. Oder muss das unbedingt hier ankommen? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich ja nicht, oder? Ist doch egal, wo der Wein ankommt. Hauptsache, wir haben die 200 Punkte. Wäre doch Schwachsinn. Nicht hier. Munition hergestellt, Katapult hergestellt.
Die Mine fördert nichts mehr. Na gut, die brauchen wir nicht mehr. Ich meine, Kohle kriegen wir immer noch raus. So ist ja nicht. Die Mine fördert auch bald nichts mehr. Ihr könnt ja mal spaßenshalber suchen. Vielleicht findet ihr noch Eisen. Die fördert auch nichts mehr. So. Da können wir nur noch drauf warten, dass das hier fertig wird. Kohle gefunden. Der Priester ist hier. Können wir das denn mal ein bisschen begießen hier vielleicht auch? So, du kannst mal hier mit hinkommen. Wie viele Munition man hier lagern kann. Pro Werkstatt müsste das ja ein bisschen gehen eigentlich. Also ein paar Munition müsste man ja lagern können hier. Und jetzt Kohlenmine. Machen wir. Warum nicht? Brauchen wir ja eh. Ist fertig, die Tempel sind auch fertig. Dann nur noch die Winzer hier und dann müssten wir alle haben. So. Wunderbares. Finde ich schön. Könnt ihr alle ernten. Habt Spaß dran. Kriegen wir richtig schön viel Alkohol. Da wird die Birne richtig hoch. So, ich hoffe, das reicht dann aber auch hier. Ne? So langsam. Und? Munition fertig. Okay, können wir noch mehr machen. Das sieht doch schon mal gut aus. So. Produzieren wir mal ein bisschen Munition hier, ne? Auch wenn wir das nicht brauchen. Aber egal. Ey, ich hoffe, wir müssen das nicht extra hier alles da reinballern. Die 200 Mana-Punkte, das wäre doch richtig kacke. Dann gibt man sich da die Mühe, das alles da hinzubauen und dann muss man das hier machen, oder wie? Ich hoffe es mal nicht, aber ich werde mal hier einfach Weingüter noch hinbauen. Wenn die dann anfangen mit Arbeiten, ist das vielleicht sogar schon erledigt, hoffe ich, aber ja, wissen tut man es ja nicht. So, da sind alle Steine da und da fehlt noch was, aber nicht mehr viel. So, und ihr könnt dann auch noch schön mitmachen hier. Hey, so viele Träger hier aber auch. So, geht noch mehr? Scheint so. Also ich probiere einfach mal so viel aus wie geht, ne? Einfach spaßenshalber mal machen, man hat ja die Zeit. Es dauert gerade ganz schön ewig hier. Bis wir das machen können. Bis wir fertig sind. Ich will mal kurz bei der Missionsbeschreibung was gucken. Geh mal kurz raus, oder? Ja, ich gehe mal kurz raus und
Missionsbeschreibung. Der Spieler muss 200 Mana-Punkte haben. Erbauen Sie im Steinkreis einen kleinen Tempel. Das haben wir ja gemacht. Dann müssten wir ja eigentlich, also insgesamt 200 Punkte brauchen wir. Und wenn wir pro Flasche 10 Punkte kriegen, wie viel haben wir denn da schon bekommen? Wir müssen auch schon richtig viel haben. Munition fertiggestellt. Da fehlt noch ein Stein. Wir müssen ja schon so viel produziert haben eigentlich, dass wir dann eigentlich da fertig sein müssten. So. Ich kann ja hier die ganzen Türme eigentlich mal abreißen. Dann stören die nicht mehr so. Dann kann man ja auch mehr Bäume pflanzen eventuell. Ich habe irgendwie gerade ein komisches Gefühl. Hier oben, das kleine Stücke. Wenn die mir jetzt sagen wollen, das bisschen, das ist innerhalb des Steinkreises, dass mir der Steinkreis noch nicht gehört, dann erschieße ich mich. Ich werde es jetzt einfach mal machen. Und das einnehmen, was da noch ist, und wehe, das ist dann kacke. Wehe, das ist dann wirklich so, dass das Stück nicht mir gehört. So, hier keine Steine mehr. Eisen gefunden, ja, ja. Sind sie die Pioniere? Sind die schon da? Nee. Noch nicht ganz, aber fast. Ey, wenn das Stückchen hier jetzt mich auffällt vom Sieg, na dann Prost Mahlzeit. So, Freunde. Land einnehmen. Munition fertig hergestellt. Da fehlt noch ein Stein. Okay, das zählt denn nicht. Sonst hätte ich mich jetzt richtig in den Arsch gebissen. Wenn das wäre. Der Tempel ist im Steinkreis und anders konnte ich den ja nicht hinbauen. Ach, nicht, dass ich wirklich in diesem Steinkreis hier die 200 Mana-Punkte brauche. Das wäre doch richtig assi eigentlich gemacht. Also wenn es so ist, dann hätten sie die Siegbeschreibung ein bisschen anders machen müssen. Weil so würde, kommt man jetzt so wirklich ein bisschen durcheinander. So. Munition ist hergestellt. Können wir noch mehr machen? Scheint wohl nicht so. Okay. Also wir haben da auf jeden Fall ein Limit. Ich glaube, ich habe da 5 oder 6 Mal Munition jetzt vorbereitet. Da fehlt noch und ja. Erstmal geht es nicht weiter. Was auch nicht so schlimm ist. Aber man muss halt die Munition immer wieder da abholen. Das ist kacke. So. 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 Ich hab Zeit. Mann, ich will doch bloß das Level hier endlich fertig haben.
Munition hergestellt, sehr schön. Kannst gleich weitermachen. So. Das können wir ausmachen. Eieiei. So, die Weingüter sind jetzt auch fertig, also die Winzer. Hier machen wir noch einen Holzfäller heute hin. Können wir noch schön das alles abreißen da. Äxte müssten wir ein paar haben, also hier sind zwei. Ah, okay, da oben sind noch welche. Okay, gut, dann haben wir genug da. Und da sind auch noch welche. Ja, ist doch super. Davon haben wir auf jeden Fall eine Menge. Was fehlt denn hier? Gold. Ja. Gold ist schwach, okay. Aber gut. 95 Kampfkraft. 95%. Und ich meine, ich kann ja Gold auch noch so herzaubern. Mit unseren Priestern. Das geht alles. So, ja, jetzt müssen wir halt mal warten, ne? Ob was jetzt wirklich Phase ist. Ob ich allgemein 200 Mana-Punkte brauche oder da oben bei dem Steinkreis. Wäre halt wirklich richtig assi, wenn es beim Steinkreis da ist. So, Munition hergestellt. Können wir nochmal? Nein, können wir nicht. Okay. Alles voll. Passt. So, da ernten noch mal zwei Leute. Ja, die wollten beide dieselbe Pflanze ernten. Auch schön, kann man machen. Muss man aber nicht. So, ich hoffe, das klappt hier mit dem Feld, dass es dann hier schneller befüllt wird. Vor allem der eine Tempel hier dann. Dass der so schnell wie möglich gefüllt wird. Zeit, die ich nicht habe. Mann, das kann doch nicht sein, dass es so lange dauert mit den Mana-Punkten. Jetzt will ich aber mal, kommt schon. Da wächst so einiges hier. Das ist so ruhig hier. Ich will mehr Mana. Ich will es endlich schaffen hier, das Level. So, ihr sucht mal ein bisschen noch Spaß. Wo sind die ganzen... Hier. La 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 la. Ich meine, wir haben ja ein ganz großes Gebirge hier unten, ne? So. 14. Ich würde aber... 15 haben wir eigentlich. Na gut, ist egal. Ihr könnt ja mal da suchen. So, genau, erntet mal da schön. Wir wollen auf jeden Fall eine Menge Wein haben. So. Jetzt könnt ihr alle ernten. Ist auch schön. Ach du Scheiße. Viele alle hier runter dackeln jetzt. So, und dann sucht man Rohstoffe einfach mal so aus Spaß. Zwei Katapulte voll belegt mit Munition. Was will man mehr? Und jetzt Kohle und Edelsteine. Aber da hätten die Ägypter ja schön was gehabt. Warum haben die da nicht gesucht oder gebaut?
das ein Fehler von denen gewesen. Ja, Bodenmine. Warum nicht? Kann man machen, muss man aber nicht. Die ganzen Rohstoffe sind schon abgeholt worden. Hier liegen nur noch die Brote und Fische rum. Oder überhaupt die Nahrung. Ja, tut mir leid. Ich kann ja ausnahmsweise vielleicht ein bisschen vorspulen. Ich mach's ausnahmsweise, nur für euch. So, immer noch nicht. Immer noch nicht. Wartet, ich geh mal kurz hier runter. Die sind ja auch angekommen. Da ist Kohle. Da ist noch ein bisschen Gold zu finden, okay. Wie gesagt, ich mache es nur jetzt, damit wirklich die Zeit hier mal endlich vorangetrieben wird. Oh, da ist noch Eisen. Das ist wunderbar. Und da oben ist noch... Warte. Da ist Kohle. Und da drüber ist noch Kohle. So, dann gehen wir mal hier schnüffeln. Alle markiert und suchen. Eieiei, ist da viel Kohle. Oder die Waldfee. Aber mit dem Mana bin ich immer noch nicht vorwärts gekommen, wa? Das kann doch nicht sein. Ich muss doch schon über 200 Mana-Punkte gesammelt haben. Jetzt haben wir es. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt die Mission erledigt. Boah, das ewige dauert. Ich dachte schon, ich werde nie fertig. War ja wirklich jetzt ja, Schmerzensgrenze bei mir schon eigentlich. So, ich kann ja mal trotzdem noch ein bisschen vorspulen. So. Sucht mal schön. Alles ab hier. Da haben sie noch Kohle gefunden. Und Eisenerz auch wieder. Wunderbar. Ich baue einfach nur noch. Also, ja. Gut, dann würde ich sagen, beende ich hier auch die Mission. Und ja, punktemäßig sind wir gut dabei gewesen. Ne? 755, die haben keinen Mana produziert. Ist ja schäbig. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Mission und wir sehen uns in der nächsten Mission wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.